Deutschland und die italienische Mafia. Für viele könnte das sehr abstrakt klingen. Doch seit den 60er Jahren haben italienische Mafia-Clans das Land mit ihrem kriminellen Netz überzogen. Mittlerweile behauptet die Regierung sogar, nach Italien ist Deutschland in Europa der größte Mafia-Standort. Egal ob in Thüringen, Sachsen, München oder in Stuttgart. Die italienische Mafia agiert in vielen deutschen Städten. Doch ein Gebiet wurde über die Jahre zur Hochburg der Mafia. Und zwar das Ruhrgebiet. Heute gucken wir uns an, wie die Mafia im Ruhrgebiet entstanden ist und so schnell erfolgreich wurde. Das Ruhrgebiet. Ende des 19. Jahrhunderts entsteht hier einer der größten Industriegebiete Europas. Dadurch wird das Ruhrgebiet zu Deutschlands Einwanderungsregion Nummer 1. Viele Arbeitskräfte wurden aus dem Ausland geholt und somit kamen auch die ersten Italiener nach Deutschland, um im Bau tätig zu sein. In den 50er und 60er Jahren leben dann schon hunderttausende italienische Gastarbeiter im Ruhrgebiet. Sie eröffnen Pizzerien, Eisdielen und andere Geschäfte. Und der größte Teil der zugezogenen Italiener stammen aus dem Süden von Italien, meistens aus Sizilien oder Kalabrien. Zwei Orte, die nicht nur von Armut geprägt sind, sie sind außerdem die Heimatsorte der italienischen Mafia. Viele der italienischen Gastarbeiter, die meistens aus den gleichen Dörfern wie die Mafia stammen, wurden dann von der Mafia unter Druck gesetzt. Denn meistens leben die Familien der Gastarbeiter noch in Italien, wo die Mafia herrscht. Also zahlen die ersten Restaurants Schutzgelder und damit hat die Mafia die ersten Anlaufstellen in Deutschland. Seitdem wird die Mafia immer stärker und größer in der Bundesrepublik. Der erste italienische Pate, der öffentlich bekannt wurde, war ein Mann namens Mario. Er wurde der Pate an der Wupper genannt. Er war der Besitzer von mehreren Bordellen, Restaurants und Nachtclubs, wo mit Drogen und Waffen gehandelt wurde. Er war bekannt dafür, Leute zu foltern und hat im Milieu für Angst und Schrecken gesorgt. Er hat sehr viele Ladenbesitzer erpresst und im Jahre 1979 lässt er sogar einen Zuhälter aus Wuppertal erschießen. Als einer der Erpressungsopfer bei der Polizei aussagt, lässt der Pate von der Wupper einen Sprengsatz im Haus des Opfers deponieren und sprengt das Haus in die Luft. Genau wegen solchen Taten wurde er immer gefürchtet. Doch nach monatelangen Ermittlungen wird der Pate an der Wupper von der Polizei festgenommen und landet in U-Haft. Man wirft dem Mafiosi über 150 Straftaten vor, darunter auch den Mord an den eben genannten Zuhälter. Dem Paten steht eine lebenslange Haftstrafe bevor. Aber auch das Gefängnis ist vor der Mafia nicht sicher. Am 13. April 1980 sprengen zwei Mafiosis die äußere Stahltür der Gefängnismauer in Wuppertal, um den Paten zu befreien. Dadurch wird ein Riesenloch in die Mauer gerissen und der Pate an der Wupper kann, während die Alarmsirenen schreien, in ein Fluchtauto steigen und fliehen. Diese spektakuläre Flucht ist bis heute einmalig in der deutschen Kriminalgeschichte. Von Wuppertal flüchtet der Pate nach Italien und von dort aus leitet er einfach seine Geschäfte in Deutschland weiter, bis er im Jahre 1988 von der italienischen Mafia erschossen wird. Der Mafiosi, der den Fluchtwagen bei dem Ausbruch von Mario gefahren ist, war ein Mann namens Giorgio, Szenename Engelsgesicht. In den frühen 80er Jahren hat er viele Lokale, in denen er Drogen verkauft hat, bis ihm sein Vermieter im Jahre 1985 wegen Zahlungsrückstände die Diskothekenpacht kündigen will. Deswegen lässt Giorgio vier Mafiosis einfliegen, die den Vermieter einschüchtern sollen. Doch die vier Männer attackieren den Vermieter so doll, dass er noch am Tatort verstirbt. Einer der vier Täter wird wenig später verhaftet und sagt vor Gericht aus, dass Giorgio der Drahtzieher war. Aufgrund dessen kassiert der Pate von Mülheim 9,5 Jahre Haft. Im September 1991 wird der Pate dann nach Italien abgeschoben und der Mann, der ihn verraten hat, wurde wenig später in Italien erschossen. Jetzt könnte man vielleicht denken, mit der Abschiebung sei das Problem gelöst. Doch in Italien wurde der Pate von Mülheim nur noch radikaler. Dort führt er seine Drogengeschäfte weiter und wird zum Auftragsmörder des Carelli-Clans. Innerhalb von 7 Jahren soll er über 30 Menschen für den Clan ermordet haben, bis er in Italien zu 50 Jahren Haft verurteilt wird und aus Italien flüchtet. Im Mai 1998 wird er dann an der deutschen Grenze beim Einreisen nach Deutschland von der bayerischen Polizei erwischt und festgenommen. Um seine Haftzeit zu verkürzen, wird er zum Kronzeuge gegen die Mafia und sorgt dafür, dass 50 Mafiosis festgenommen werden. Aufgrund seiner Aussage muss er nur 6 Monate in Haft und lebt seitdem im Zeugenschutzprogramm an einem unbekannten Ort in Italien.
Durch die Aussage von Giorgio hat die Polizei erstmals tiefe Einblicke in die mafiösen Geschäfte erhalten, die bis nach Deutschland reichen. Sie schmuggeln und verkaufen Drogen und Waffen und haben überall ihre Finger mit im Spiel. Von illegaler Müllentsorgung bis zur Prostitution. Die Liste ist lang. Seitdem kämpfen ca. 600 Ermittler in Düsseldorf gegen die organisierte Kriminalität. Doch seit der Aussage von Giorgio agiert die Mafia noch stiller als früher, während die Polizei denkt, sie haben das Mafia-Problem im Griff. Doch das ändert sich im Jahre 2007. Am 15. August des besagten Jahres kommen fünf junge Italiener, nachdem sie Feierabend haben, aus ihrem Restaurant in Duisburg. Sie steigen in ihr Auto, das sie vor dem Restaurant geparkt haben, als auf einmal wie aus dem Nichts zwei Männer auftauchen und anfangen, auf die Männer zu schießen, die im Auto sitzen. Circa 60 Schüsse, die aus zwei Berettas gefeuert werden, durchlöchern das Auto. Danach wird jeder Einzelne in den Kopf geschossen. Der Grund für diese grausame Tat ist ein blutiger Streit zwischen zwei italienischen Familien, der im Jahre 1991 in Italien begonnen hat. Nur 4 Monate nach der Tat werden 4 Männer festgenommen und im Jahre 2010 werden die Täter und 12 andere Mafia-Mitglieder zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bei dem Prozess wurde immer klarer, dass die italienische Mafia mittlerweile einen festen Stützpunkt in Nordrhein-Westfalen hat. Deswegen wird eine deutsch-italienische Gruppe namens Task Force von der Polizei gegründet, die bis heute ermittelt. Das heißt, die deutsche und italienische Polizei versuchen zusammen, die Mafia zu zerschlagen. Doch ohne großen Erfolg. Im Jahre 2017 verschwindet ein erfolgreicher italienischer Gastronom in Mülheim und wird bis heute nicht gefunden. Die Polizei vermutet die Mafia dahinter, doch keiner aus der italienischen Familie möchte aussagen, sodass der Fall bis heute nicht geklärt wurde. Ein Jahr später, im Jahre 2018, werden 50 Millionen Euro von der italienischen und deutschen Polizei beschlagnahmt. Dabei werden über 160 Mafia-Mitglieder in ganz Europa festgenommen. Das hört sich erstmal wie ein großer Schlag gegen die Mafia an. Aber 50 Millionen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn das lukrativste Geschäft der Mafia ist das Schwarzgeldwaschen. Über 100 Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland gewaschen. Und über die Hälfte des Geldes landet auf den Konten der Mafia. Über 40.000 Hinweise auf Geldwäsche werden jährlich der Polizei gemeldet. Das ist natürlich mehr, als die Polizei jemals bewältigen kann. Deswegen hilft der Zoll seit dem Jahre 2017 bei den Ermittlungen. Trotz allem werden jährlich nicht mal 1% des Schwarzgeldes beschlagnahmt. Um genau zu sein, im Jahre 2020 wurden gerade mal 0,5% beschlagnahmt. Die Polizei ist machtlos, denn anders als jede kriminelle Organisation agiert die Mafia in Deutschland mittlerweile auf sehr hohen Positionen. Und auch die Statistik zeigt einen eindeutigen Anstieg. Im Jahre 2008 haben ca. 150 Mafia-Mitglieder in Deutschland gelebt. 10 Jahre später waren es ca. 600 Mitglieder. Doch das sind nur die Mafiosis, die von der Polizei registriert wurden. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die echte Zahl ist. Denn heutzutage kann man einen Mafiosi sehr schwer erkennen. Anders als alle anderen kriminellen Banden sehen Mafiosis so aus, als wären sie normale Geschäftsmänner. Außerdem sind sie für die Gesellschaft so gut wie unsichtbar. Und genau das macht die Mafia zu einer der gefährlichsten und gleichzeitig erfolgreichsten kriminellen Organisationen in Deutschland. Alle Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Liken und kommentieren nicht vergessen und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne.